Na gut, dann lass Rengar bannen. Da nicht. Rengar, gut. Oder Camille halt, je nachdem. Aber Nee, dann lieber Rengar. Camille wäre übrigens Jungle, wenn die die picken, glaube ich. Der Toplaner hat irgendwie nur 3 Games auf dem Chan. Okay. Der Toplaner ist, das ist ein Main-Account. Ja, Toplaner ja, Jungler nicht. Ich würde sagen, der Xayah-Bann. Hat Tristana First Pick, oder? Ich würde Galio sagen, oder? Und dann Varus picken, falls sie für Tristana gehen? Boah, ich weiß nicht. Ich würde Galio und Camille gehen, so. Die Frage, was Kutscher spielen will. Ich kann alles spielen, aber ich würde eher. Ja, nee, macht ruhig Galio. Dann können wir Varus Trash oder so im Notfall spielen. Ja, Varus Trash und dann eine Camille dabei. Alter, da sehe ich halt keine Chance für die. Warum macht er sich Tschüss hier? Und ich kann ja. Nicht AP, Galio gehen. Welches Item baue ich? Google, welches Item? Ist halt echt so, ich werde heute richtig viel Zeit im Shop verbringen. Ich habe eben noch 2 Games gemacht, nur damit. Ah! Sind die behindert? Lol, okay, da können wir halt wirklich so Trash reinpicken in die Lulu. Du bleibst so laut? Irgendwie bist du bei mir gerade ziemlich laut. So bleibe ich. Du musst ein bisschen weiter von dem Mikrofon weg, so wie ich es dir erzählt habe. Okay. Lulu blind, ja, wir picken jetzt einfach hart all in so. Nee, ich würde jetzt die für Camille gehen. Wir können jetzt auch, also wir können jetzt auch die Tristana wegpicken hier. Ich will auch eigentlich für Tristana. Ja, Tristana, aber wir haben aber die werden Varus gehen, die werden Lulu Varus gehen. Ja, aber wenn wir dann all in picken, kriegen wir erstmal Trash und baller die weg. Ja, okay, ja, dann gehen wir jetzt für Tristana. Aber dann würde ich, ist die Frage, ob wir jetzt den Thresh nehmen oder den Jarvan? Willst du Gragas nehmen schon? Gragas können wir auch picken. Aber dann, also den Thresh jetzt noch nicht picken. Dann werden die wahrscheinlich aber auch Thresh spannen. Ich glaube. Ja, wir haben das. Guck mal, wir können Morgana picken, wir können Leona gehen, wir können alles immer noch spannen. Mach mal Stecker eben schnell. So mal Stecker. Und die Camille müssen wir auch noch nicht jetzt picken, sagt er. Ja. Für die Combo halt sick, ne? Aber das können wir auch spielen. Ja, da geht doch gut auf, was wir hier im Boostcamp gelernt haben, muss ich sagen. Ja. Bis hierhin ist das ja eine dicke Bandphase für uns, würde ich sagen. Jetzt sollte der Varus von denen kommen. Okay, was haben die noch nicht gezeigt? Aber nicht bei Varus, ne? Ja. Die haben. Ne, wir haben. Ne, warte mal. 1, 2, 3, 4. Wer hat ersten Pick? Die, ne? Wir sind Blue Side, also haben die Last Pick, also picken wir zuerst. Die picken zuerst, dann picken wir zwei und dann picken die. Sollen wir safe für Toplaner bannen, die gegen Camille gut sind? Also ich sehe ich ja immer noch auf Camille, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich weiß nicht, aber erstmal, ich würde erstmal auf jeden Fall Varus bannen. Ach, stimmt, die haben ja keinen ADC, ja, dann lass auf jeden Fall Varus bannen. Weißt du nicht, was hat du? Jen Lulu bannen? Sind die behindert? Als ob ich Jenna banne, spiele. Also Varus. Wir könnten auch Caitlyn und Varus einfach bannen, oder was war der zweite Bann? Das kommt wahrscheinlich, ich habe eigentlich nichts, was er. Ich habe keine Ahnung, was der spielt. Und, ja. Ist die Frage, wollen wir Caitlyn oder Kogma? Ist Kogma wieder strong? Ich glaub, aber dann haben die ja hohen AP-Share, also dann vernichte ich die außerdem komplett. Können wir da einfach Botlane campen mit. Okay. Ja. Dann Caitlyn. Solakata. Solar, der Mick ist immer noch deaktiviert. Also, wenn ihr nichts Wichtiges habt, können wir die Caitlyn rausnehmen. Ist jetzt mir nicht so wichtig, aber wäre wahrscheinlich hier der beste AD Caitlyn. Ja, dann nehmen wir Caitlyn raus. Ich kann vorstellen, dass sie vielleicht viele Siebe gehen, wenn die ihn frisch sehen. Aber oder Ezreal oder so ein Scheiß. Oder Vayne vielleicht. Ah, ja, aber Ezreal, Lulu ist halt nicht gut. Sivir ist nicht verkehrt hier, ja. Ja, ich. Twitch wäre gut. Also das wär Twitch wäre halt, das wäre halt Suizid für die. Ja. Ja, das ist, aber der spielt halt viel. Aber Twitch ist, Sivir ist auch Suizid, so. Ist auch risky as fuck, ja. Ist halt gut gegen Tristana an sich, aber. Perfekt, würdest du trotzdem für Fresh gehen jetzt? Ja, auf jeden Fall. Allein wegen Zack und Lulu. Okay. Aber wegen Vega fehlt uns da nicht ein bisschen. Ah, ne, eigentlich. Okay. Ja, Moment. Wir sollten genug haben, aber wir brauchen halt noch irgendwas für einen Backline-Dive. Also, Thresh. Ja, Camille ist doch noch offen, ne? Ja, ist halt die Frage, ob Kevin jetzt Blind Camille picken kann. Ja, auch kann ich, wenn der Typ jetzt nicht unbedingt Akali spielt oder so ein Scheiß, dann ist nicht. Wir hätten auch Gangplank noch offen. Ja, gib mir Thresh. Nee, Gangplank will ich nicht. Ich pick erstmal Thresh. Okay. Bei Gangplank wäre halt auch nice, um die Botlane noch weiter zu snowballen. Mit den Ults. Aber dann fehlt uns ein bisschen so dieser Dive-In. Dieser Save mit Galio Go. Also, du kannst halt mit Galio übel schwer back to front spielen, so. Front to back, weil ich halt nichts mache gegen die Tanks. Ja, ich würde Camille picken. So, also ich könnte jetzt noch Irelia picken mit Aftershock, das ist ja der neue Shit irgendwie, aber. Nö, ich glaube, das sparen passt, wir uns eher als Counterpick. Der wird wahrscheinlich eher für also Camille gehen. Ja. Ja. Ja, wir haben eine richtig gute kommt, Tja, Yasuo gehen können. Yasuo wäre auch wahrscheinlich insane gewesen. Ah, nee, Moment, ich dachte, wir hätten Zack. Mit Zack wäre es geil gewesen. Aber das sollte fein sein. Botlane-Fokus spielen wir darum, oder? Also, geil. Je nachdem, wie das Top-Lane-Matchup jetzt wird. Midlane wird halt farm. Ich sollte eigentlich, ich weiß nicht genau, was der. Ich habe jetzt keinen Plan, was ich hier gehen soll, ey. Dieses Bone Plating Wurf ist. Das ist super gut. Ja, ich habe das jetzt ein paar Mal mitgenommen, aber. Kevin, unter deinem neuen YouTube-Video wegen den Boostcamp Highlights. Was denn? Der Top, den du angepinnt hast. Verstehe ich nicht.
Schade, das stopp Tim, mal bitte. Dass man Tim nicht man, dreimal. Hast du es geguckt, das Video? Dreimal finde ich zu langweilig. Nee. Man hat so einen Schall. Man hat dich quasi immer so doppelt gehört im Teamspeak. Ach so, lol. Das ist halt okay, das. Wie machst du das alle richtig machen, bitte? Oh, was? Oh, da habe ich was verpasst. Gegen Shen. Ich glaube, ich nehme hier Mirror Shell. Jawohl, nee, passt schon. Iron Skin und Bone Plating einfach. Oder? Oder Second Wind. Ja, passt. Gut. Hey boys, easy win. Ich bin einmal kurz auf Klo. Okay, ja, sollte fein sein. Das Ding ist halt, mit Shen haben wir nochmal mehr für die Botlane, ne? Das ist halt die Frage, ob wir dann Camille. Ich würde sagen, bis Level 6 auf jeden Fall Botlane. Ja. Und dann gucken wir nochmal, ne? Ist halt ein bisschen, wenn, ja. Ich kann halt Shen Ultimate easy unterbrechen mit Ult und so weiter. Ich habe viel Cancels zum Glück. Ich werde halt callen müssen. Also, ihr müsst halt aufpassen, wenn ich call, dass er irgendwie zurück zum Turm geht oder so. Ja, ja. Dass ihr also da nicht overforced oder so. Außer ich habe TP ab. Und bin Full HP und hab Mana. Ja. Noch gar nicht. Ich gehe jetzt ein bisschen Mars. Und dann gehe ich, glaube ich, auf diese Twin Shadows hier. Damit wir noch ein bisschen Slow haben. Meinst du auf Galio? Weil eigentlich haben wir genug CC. Adaptive Fan ist ja nicht so sick. Vielleicht Roar oder sowas? Was? Rod of Ages vielleicht? Ja, aber ich baue ja schon ein bisschen Mars. Dann habe ich Doppelkatalysator. Also der Rod of Ages kam so spät. Ich könnte ihn quasi vorher bauen. Da noch ein bisschen Mars, aber normalerweise ist es Ausschlusskriterium quasi. Also Botlane ist halt, die können wir halt so komplett weg. Wir haben halt den Shen, ne? Das ist das Einzige, was wir ein bisschen respektieren müssen. Wie ist das Top-Lane-Matchup? Weiß ich nicht, kann es gerade schwer einschätzen, wie Shen. Da wurde einmal genervt und seitdem habe ich ihn nicht wirklich mehr gesehen, top. Okay. Aber das, ja. Also ich würde sagen, halt bis 6 auf jeden Fall Botlane, dann. Ja, einfach um die Shen ultra rumspielen, weil die hat ja auch einen übelst langen Cooldown. Ja, und vor allem, wenn er 2-3 Mal die Lane verlässt, so, dann sollte Kevin ja auch rausscalen. Ja. Ich hätte vielleicht sogar Demolish mitnehmen können, ey. War eigentlich auch ganz cool gewesen. Ich glaube, ich starte Point, to be honest. Da habe ich investiert. Warum starten wir einen Point? Also, weil Relic schon wieder genervt wurde. Es gibt nur 50 Health. Ach, stimmt, ja. Alter, neue Bilder. Nice. Hallo. Movement Speed. Let's ja. Go, Leute. Hallo. Hier, Leute, Standardposition, ne? Einer von euch beiden muss dahin, bitte. Der erste Kill auf Spandau. 2018. 8-0, Leute, 8-0. Boah, okay. das war mal Climatic. Ich hab den Beatdrop gemacht. Ja, war super, fand ich gut. Okay, also, der Plan ist, Gragas macht 2 Camps, probiert Botlane. Also ab Level 2 können wir Botlane. Ab Level 2 können wir Botlane auf jeden Fall all-in mit Gank. Easy. Ab Level 3 mit Lantern, so kann die Lulu fast gar nicht mehr überleben. Das Ding ist auch, dass. Also wir können auch ruhig direkt Summoners blowen, wenn wir da ganken und halt einfach den Kill hard forcen, weil wenn Lulu kein Flash hat, kann die eigentlich den Tower nicht mehr verlassen. Ja, ich glaube ein Flash E von Anarchy ist ja mittlerweile Trademark, ne? Also. Na. Hä? Ich weiß nicht, was du sagst da, Johnny. Hä? Nee, weißt du nicht. So, mal gucken, ich nehme noch kein Splay mit, wenn die Early Game, wenn die keinen Pull haben, dann haben die glaube ich Level 1 schon Push. Wir können faken, ne? So ein bisschen, ja. Oder? Nee, ich will einfach auch eine Push. Ah, okay. Also wenn die nicht leashen, dann haben die Hardpush, dann skill ich nicht Level 1. Ja, Zek wird Topside starten. Ja. Nee, der kann auch hier die Wolf-Route machen, ne? Wolf mit Trump. Doch. Ja, die Push. Aber ich glaube, aber missen, die leashen nicht, also Zek ja. Topside starten. Stop. Du hast jetzt kein Relic-Shield dabei, ne? Zeigt, so, nee. Das war... Achso, das stimmt, ja. Ich dachte, du hättest jetzt nur von dir. Hat Q Level 1 geskillt. Können wir kurz pausen? Warum? Warte, oh, noch nicht pause, bitte. Okay, jetzt könnt ihr pausen. Alter, mach doch mal einer schnell. Ach, was ist denn los? Muss kurz was hier, meine. Ich hab hier übelst low FPS gerade. Ist Essen angekommen oder was? Nein. Hätte ich selber pausen können. Ich hab irgendwie gerade 80.000 Fenster im Hintergrund offen. Mann, Kutscher, das ist aber nicht die Vorbereitung, die wir hier erwarten. Ja, passt. Mit Pornos meinst du sein Thrash-Gameplay? Ja, natürlich. UDs vom letztens. Ja, Leute, ihr müsst anpassen. Okay, die hat schon 2 CS gemisst.
Oh mein Gott. Game ist quasi won. Wir brauchen jetzt den Push irgendwie hier, der nächste Wave. Ja. Wird schwierig, aber. Ich glaube, was. Der hat schon mal nicht dieses Boneplate-Ding mit, der Typ. Oh, das ist doch gut. Geh mal hier drüber vor, ne? Jo. Der könnte jetzt auch gleich Botzeit sein. Dran sein. Ja. Nee, ist schon down. Ist schon down. Und dann? Jo. Okay. Kann auch sein, kann man als Zack Wölfe Solo starten? Nee, oder? Nee, man muss schon ein bisschen pullen. Weil Lulu Q oder sowas reicht auch. Ja, aber wenn Lulu kam ja auch ein bisschen delayed, oder? Nein, die haben gar nicht gepullt. Okay. Ja, aber schon ist relativ... die ganze Zeit weg. Also entweder hat Zack wirklich Solo gespielt. Zack Bot. Ja. Wir können das vielleicht. Ja, ich mach gerade noch Dings. Ich chill einfach. Wir sehen ja, wenn er sein. Aber ich hab nie einen Counter-Gang gerückt. Was hat er für Buffs? Das ist so random, so gibt mir, weil jetzt Autotext sie vorher nicht gemacht hat. Was hat er für Buffs? Beide. Double Buff. Red Buff into Blue hat er gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das 3-3 machen sollten. Okay. Ich hab dicke Wave. Grund, so, er wastet halt mega die Zeit so. Guck mal, die pushen sogar hart rein, keine Ahnung. Kannst auch Golems machen, wenn wir das machen. Ja. Schön farm. Ja, wenn ich aber einen Ward, wo soll ich jetzt in Top-Side haben? Nee, passt doch, wenn wir den in der Brücken sehen, brauchst du ihn nicht warten. Ja, cool. Ist immer noch hier unten. Also, Raptoren sind auch noch ab. Der wartet wahrscheinlich auf meinen Gang. Aber ich denke nicht. Ha! Outsmarted. Pachmat, Alter. Töpfelsahnig. Ja, ziemlich heftig. Oh, mit boring ist. Oh, schöne Vision. Oh, die müssen noch gesehen haben, die zurück. Wie den Ward geplaced. Wir können jetzt nochmal über Trike kommen, ne? Wahrscheinlich nicht, aber könnte theoretisch sein, dass wir mal chillen. Ja, ja, der kann hier nochmal rum. Der hat sich nicht hier gezeigt. Ja, aber ich gerne mal hier pflanzen. Würfel. Okay, wie sieht's aus? Kommst du nochmal runter, Tim, oder erstmal nicht? Ich kann jetzt nach Dings nochmal kommen, ja. Okay. Ich mach die hier noch. Und die Wave ist so fast, oder? Wir lassen die Wave hier stehen. Die sind Mist. Ist der gelaufen oder ist der resettet, der Sack? Der ist gelaufen. Der war ein Wölfen. Ich würde danach vielleicht runter sehen. Okay, die gehen gerade Warden hier. Können wir? Ja. Weiger grad Miss. Oh shit, ne. Hab ich getroffen. Wenn der Vision haben, wo du bist. Weiger Reh. Weiger hat Botzeit gewordet irgendwo. Ich glaube, ich würde einfach resetten. Ja. Ich denke, wenn wir ein gutes Gangster sehen, sollten wir einfach direkt mit Flashes ganken. Dass die gar keine Chance haben zu überleben. Oh, die Lulu spielt halt super passive, Alter. Ja. Oh, Sekt Mitte. Solltest du escapen, oder? Oh, ich sollte ja klein sein. Kein Mana. Aber die Stevie ist auch fast so gut. Zack hat immer noch nicht resettet, der wastet so viel Zeit. Top ist über low, also können wir auch diven, kein Potion. Zack geht, kommt Topside, Kevin. Okay, der wird resettet. Ich glaube, Stevie können wir komplett in Ruhe lassen. Wenn die keinen Mana hat, hat die keine Push-Pressure mehr. Ja. Und wir gucken einfach, ob wir den Engage auf Lulu finden. Zack bei Golems. Ah, richtig gut, wir tracken die Jungs beide so. Ich würde jetzt in Early Jungler spielen, ich würde die ganze Zeit so ficken. Ich spiele so kacke, aber ich bin fucking Kragas. No flame, please. No flame. Ja, ich meine, das Tapping ist ja nicht gut. No flame, please, flame. Sag immer noch hier oben. Tipp hier raus, top. Der ist immer noch da. Ich reset auch nur mit dir, aber da kann ich die ganze Zeit an Turm reinpushen. Das Ding ist halt, die können halt Botlane nicht ohne Mana langfristig gegen mich gegenpushen in meinem E. Das heißt, die muss immer wieder Mana benutzen. Hey, ich bin gleich Level 6. Wollen wir damit rund und Botlane spielen oder was ist unser Plan? Also? Ja, also Shen wird auch der Level 6 hitten. Die spielen halt echt mega passiv. So. Die wissen, dass ich Top 6 gerade bin. Also die Lulu hat mir vielleicht bisher so, keine Ahnung, 2 E's gegeben. Ich bin jetzt 6. Ich hab jetzt auch einen Push, ich kann Botlane kommen für eine. Ja, ich kann auch moven. Okay. Okay, ja. Wollt ihr diven? Shen Level 6, ich bin gleich Level 6. Also kannst du den droppen? Nee, gerade nicht. Aber ich hab TP ab, aber ja, wenn ihr da deep geht, ist ein bisschen schwierig. Nicht Level 6. Lass die Wave noch ein bisschen stacken und dann nehmen wir die. Das ist natürlich zu stacken. Flash eh ab. Guck mal, der will hier bohren. Shen immer noch Miss? Komm einfach mit drin. Ja, der hat hier gewordet. Ja, ich bin Ultra. Ja, ich hab Level 6 war der oben. Lass raus. Ja, also ich bin halt super safe, damit habe ich eigentlich auch kein Problem großartig. Nö, passt schon. Wir können aber seit unser Backport von uns profitiert halt, also da profitieren wir halt hart von, weil wir einfach eigentlich nicht gespottet werden. Er hat die Pflanze gemacht, der Sack hier. Ne? Pass auf. 3 gegen 3 würde ich nicht fighten. Ich move. Ich bin Ult Range gleich. Ich hab hier Lulu. Fight. Ich geh auf die hier. Vega move, die haben immer noch Shen Ult.
Nicht da. Geflasht. Denk an die Channel. Zieh wir Heal und Flash raus. Das können wir abusen jetzt. Ja, ja. Okay, nice. Dann war fein. Ja, ist fein. Da können wir einfach resetten jetzt einmal. Wir kriegen das bessere Backport-Timing. Hier ist Weiger. Schenk gucken. Das ist immer chillen, das ist immer chillen. Voll fein, ja. Okay. Den haben wir nicht mehr zu fighten. Deren Blue ist jetzt ab. Ah, Zack River. Okay. Willst du den contesten oder was? Nee, ich bin dran. Freezen. Die haben immer noch Shen-Ul. Hier, hier! Oh, fuck. Die haben immer noch Shen-Ul, ne? Pass auf. Ich hab schon Zack Spotzeit. Du kannst gerade könntest du scannen. Kannst du mir Letter geben? Ja. Ich play ihn. Schnell guckt. Okay. Alles gut, sie ist wieder da. Ja, Backportain. Ja, die Break brechen die Freezer direkt wieder. Ja, die werden einfach hart pushen. Ich weiß nicht. Alter, sieht er nicht ab. Ja, ist fein. Okay, wir sollten die Summoner-Losigkeit auf dem Feld ziehen. Ja, ich hab einen Decker und zwei Kick-Quads. Kann theoretisch Schmetter auf den Welten. Ja, kann dir definitiv Backup. Ich hab Mobi-Hoots jetzt. Ich hab aber nur keine Ult, ne? Ich geh mal kurz die Honey-Fruit holen. Der Typ ist low-top. Ah, ich komme. Ich kann ihn einfach stealen, so. Ja, wie sehen Subs Mitte aus? Weiger, alles ab? Alles ab, alles ab. Kannst du gleich mal Top... Ah, nee, das kann ich nicht. Boss, doch. Der ist halt Freekill, ja? Ich hab... Weiger ist... Ah, Weiger ist hier. Sag mich nicht, damit er oben wieder geht, ne? Hier können wir vielleicht auf den Weiger nehmen. Wenn er noch da ist, mal gucken. Hier können wir nicht, Kutscher. Da ist irgendwo gewartet. Der hat noch nie so gespielt. Push die Wave rein und dann... Okay, ich komm wieder runter, Sola. Lass mich am Anfang tanken, weil meine Ulti resettet Akku. Jo. Denk ist Bordzeit, hier können wir easy diven. Okay. Jetzt auf 6. Okay, ich komme. Das könnte starten. Wie ist das raus gerade? Nice. Good job. So eklig. Zack kommt top. Zack move jetzt hoch. Lass sie aber weiter unter Tower pushen. Ja. Dann bitte ein bisschen gemisplayed und mein Flash verloren. Das Ding ist, ich glaube dass ich nicht, dass sie unterm Tower CS verlieren wird. Und die muss halt, wenn wir nicht zum Tower pushen, gerade top sein, ne? Dann muss die halt CS verlieren. Aber wir können jetzt halt die ganze Zeit. Ich kann halt Roam in die Dinger gepusht, ja. Gerade. Nice Strike. Ah, das war mal wert, sorry. Respektiert. Wie bist du Mitte zurück? Ist ja lieber contesten hier, den Pink. Hat Shen TP'd? Irgendwas genutzt? Nee. Der Mitte TP, der Weiger sollte jetzt switchen. Thumbs. Könnten Botlane auch nochmal probieren, was, wenn du Bock hast. Das wird jetzt. Zack Topside Jungle. Der Weiger hat auch geflasht. Komm mal. Ich hab Midlane Push und komm dann Bot mit Ult. Warte. Ich hab Hexel Flash. Ich komm Bot mit Ult, ich komm Bot mit Ult. Denk da nicht Shen Ult. Shen guckt. Shen guckt. Ich kann canceln. Ich komm mit Ult. Was? Ich hab ihn gecancelt. Ja. Können wir jetzt ziemlich abusen. Wir sollten auf jeden Fall jetzt vielleicht irgendwie. Ja, geultet, ne? Ja. Ja. Wollen wir das gleich einfach nochmal versuchen? Ja. Push raus. Ich hab jetzt der Ult wieder ab. Lulu. Weiger kann moven. Weiger move Bot, glaube ich. Alter, Bot hat mich hingebracht. Weiger kommt. Weiger geht da. Ja, 3 gegen 3 kriegen wir hart ins Wert. Ja, aber warum kriegt das aufs Maul? Ja, weil dieses CV komplett AOE schon macht, die Lulu komplett. Können wir Toplane diven, wenn ich komme? Aber auf jeden Fall. Dann soll ich überhaupt Toplane spielen, weil da. Naja, wir können halt. Komm, Kevin. Wir können, glaube ich, mal. Also, Botlane ist halt schwierig, wenn wir nicht. Also, wenn wir nicht wissen, was der Sack nicht da ist. Ich bin halt die ganze Zeit. Ich hab 3 Sekunden auf D. Ich spiel am Top. Ich kann halt was spielen. Ich kann halt die beste spielen. Nice. Sollte Tom holen, dann. Ah, ich muss bitte. Ich kann dir, ja. Grease die Wave. Danke dir. Ich glaube, Weiger hat ganz schön Bums hinter mit diesem Hexekopf-Overshit. Ich hab wieder Flash, aber Blue hat immer noch kein Flash. Ja, Tobi Tugi, ist halt die Frage, weiß nicht, was du mit ihren 2 Kills jetzt an Gold oder an Items wollt.
Mega top. Grüß das mit, ne? Der kann ja oben nichts machen. Ich will das einfach nur durchpushen die ganze Zeit. Der Treiber von denen ist auch gekriegt. Wir können Toplane eigentlich nochmal holen, oder? Also Full HP weiß ich nicht, aber ich muss halt ein bisschen tanken. Ja, aber zu dritt also ja. Also Strong Side ist jetzt auf jeden Fall Top Side. Also ja, deswegen, wir sollten Botlane einfach nichts forcen gerade. Ja, wir chillen einfach nicht. Das nächste, was wir forcen, ist, wenn wir für den Drake wollen. Hat wer die Shen Ultimate getimed, Pima Down? Ich bringe jetzt ziemlich hart auf den Botlane. Eineinhalb Minuten, aber er hat wir haben. Können jetzt kommen eigentlich. Wir müssen also, ich glaube so. 100-0 wird schwierig. Ich hab Ult in 3. Warte. Ein guter Poke. Deck ist hier. Ich geh mir jetzt noch mal drüben. Rein. Nimm den ruhig, der Sack ist ziemlich high Level. Hat der 2 Level mehr? Hat der so viel XP auf Waves gekriegt? Nee, ich denke nicht. Jetzt hat er die Kills wahrscheinlich, vielleicht. Sack top immer noch. Gut, der hat auch einen Kill, 2 Assists, aber. Wir können das 2v2 kämpfen, wenn wir gar nicht dazu kommen. Kann er nicht, kann das normalerweise pushen. Ja, die sind jetzt konstant an unserem Turret, also die werden relativ schnell pushen. Ich move top für euch. Wir können auch beiden. Ich bin in Tim Range. Auf Zack. Ich bin noch nicht in Range für Kevin. Komm jetzt. Ich kann nur draus. Vega miss. Hol den Sack. Tank. 2 Sekunden. Raus. Nice. 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 Good job. Good. Trotzdem, das ist ein bisschen mehr. Okay, passt. Hä? Okay. Ich dachte, Midlane Turret ist super low. Er wollte fighten und Turret first. Vega miss. Der resettet, glaube ich. Aber wir haben Botzeit Vision. Also, ja. Der Ben muss ja hier rüberkommen. Mal gucken, ob ich glaube, der resettet einfach gerade. Jo, denke ich auch. Also der Vega wird richtig gut scalen, ich bin quasi den ganzen Tag nicht auf der Lane. Das sollte nicht so schlimm sein. Ich ist gerade hier. Der Vega ist hier, der Vega ist hier. Verpassen. Das ist nicht, und nicht vermeidbar. Heilige Scheiße. Okay, haben wir Ward hier. Shen ist geflasht, oder? Ich bin gerade nicht sicher. Ich habe kein Flash gesehen, das war zweimal ein Dash, der bei mir war. Aber er hat geultet, safe. Ja? Ja. Okay. Mach die Kabel gerade. Oh, die spielen jetzt auch wieder passiver als vorher. Ja, die pushen die ganze Zeit noch in den Turret und chillen, ne? It's not lies that cut. Weiger's Cut Mist. Sollte eigentlich resetten, aber ich weiß nicht genau. Ich bin halt super tanky. Botlane geht Base, also nicht? War das gerade? Ja, der Sack ist hier. Hier ist der Sack. Solltest oder ob wir dann Damage legen. Ich werde AP gehen. Sack war Botside Jungle. Weiger immer noch. Ja, keine Pässe von keinem Sohn. Miss Shen gerade. Wenn er ganken will, können wir den eigentlich killen. Weil ihn da ist halt super schwierig. Ich habe keine Ult, aber ich habe auch keine Ult. Ich glaube nicht, dass wir direkt engagen lassen und dann. Ich glaube trotzdem nicht, dass wir das gewinnen. Weil der Sack ist viel zu tanky, als dass wir den bursten können. Wir können sogar oben scheinbar ein K2 holen, so. Das ist mehr wert als jetzt Botlane. Assault hier? Ja, wir können halt eigentlich nicht gegankt werden, wenn wir nicht playen, so. Wir haben Flay, Jump, Lantern, Ult. Hast du ein Ward für hier? Ja. Ich meine, die werden halt gut scalen mit Steve, Lulu, aber das ist jetzt noch nicht unser Problem. Weiger scaled halt auch krass, aber wir müssen einfach Camille weiter. Wir können Weiger auch theoretisch gerade ganken. Ja. Geh mal hoch. Okay. Sack Topside, Sack hier. Das sieht immer von Kragas so wütend aus, ne? Besser. Ich komm top, ich hab 20 Sekunden auf Hold. Kannst du noch in? Ich ruf auch hoch. Ich komm hier, Kaugi. Ich hab 17. Push mal die Wave damit hier. Ich move top, 10 Sekunden auf Hold. Du musst Mist, ich kann gleich zu euch kommen. Weiger no Cage. Shit, die Kelle hätte ich nicht nehmen sollen. Können wir den Weiger hier noch irgendwo holen? Komm mal, ich war ein Lulu top. Ja. Nee, ich hab keinen okay. Damage, Kutschi. Lulu Weiger hier, ne? Weiger zu top, Lulu auch. Wird hier oben raus? Ja, ist fein. Kann ich zu Back machen? Was ich recalle? Wir können ihn nochmal, wenn ihr hier gleich. Ich hab Ult ab, ich muss top. Ja, Lulu ist noch da, aber Weiger ist weg. Ich würde doch nochmal forcen. Ich hab Ult ab. Beide wieder Mitte, Shen alleine.
Sorry, ich dachte, das ist Öl. Ich hab, glaube ich, drauf gewinnen können, ja. Oh, lolololololo! Okay. Was? Der ist raus? Wenn wir hier raus, habt ihr noch Wards? Wie läuft Bottom? Scheiße. Aber ist okay. Ich sterb halt nicht. Aber wir können Harold gucken mich in der 12 halt auch. Könnt ihr zu Tilt Harold? Ja. Komm jetzt runter. Okay, gut, ich werd reset. Eigentlich gern. Ist die Frage. Ich will jetzt ein bisschen Time. Ich bin fast tot. Kann was botten? Nee. Hat die Summoners gerade ab? Ja. Ist sie hier? Die hat alles. Bin gleich da, Sola. Lulu moved auch gerade. Lulu kein Flash. Denk kein. Nee, Weiger kein Tipi. Die resettet jetzt. I am the solution. Oh shit. Wir müssten halt unbedingt mal resetten, Bot sehen, damit der Turret aber fallen. Oh, ich werd mit. Weil das spielen wir nicht Tipi? Ich tippe auf den Weg, Aber ich hab nicht. Kennst du? Nein, lass mal raus. Ich kann euch gleich Lantern. Geht ihr da raus? Okay. Wir können raus. Wenn du die Lantern nimmst, nimm nicht. Nee. Ist einfach so viel, was geblockt wurde. Schön ist. Ihr habt kein Fisch. Ich seh jetzt einmal, ich hab sehr viel Cash. Bike hat noch ruhig, wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber der hat wenig Mana. Jetzt schon. Wenn Hook auf den sitzt, dann ist er RIP. Wollen wir Harold bitte? Botlane immer noch mit. Ja, hast du ja, ja. Sie ist wieder Bot, kann sein, dass ihn Turret jetzt ziehen will. Wir machen Harold Play. Bin Tops, freeze auch die ganze Zeit für uns, ist mega worth. Ich hab eh Flash für den. Der hat Flash. 6 ist daneben und alles. Square, pass auf. Sollte jetzt in der Lage sein, um Jungen trotzdem zu gewinnen eigentlich. Ja, aber das ist so gut mit Harold. Oh, boah, wir können jetzt. Also ja. Wir kriegen Top, Top Freeze halt die ganze Zeit für uns. Ich glaube, es ist schon gut. Die wir, keine Ahnung, wo die ist. Wahrscheinlich resettet oder so. Ja, dann pass auf mit der jetzt. Ja, ich glaube, ich resette mit TP. Ich glaube, sonst verlieren wir zu viel Tempo. Der kann Blue, glaube ich. In 40 Sekunden oder so ist nochmal deren Red Up. Die können wir auch nicht am Blue gerade. Jo, sag mal, ich werde nicht TP'en, die kann ich pushen. Weiger Mist, 6 Halbzeit. Okay, ich resette schnell, dann habe ich noch Trinity, dann habe ich Frau Spike. Kriegst du Shen, Shen's Tier 2 Töte oder den so gepuckt, dass wir den diven? Ja. Ja, dann spielen wir weiter rund um Topside. Habt ihr Botlane euren Recall gehabt schon? Ja. Okay, nice. Können auch relativ gut Wave Claim mit dem Static jetzt. 6 sollte auf jeden Fall hier sein. Ja, wir gehen jetzt Botlane Töte vor, weil Botlane hat 800 HP, aber ja, das Kevin, sollten wir das nehmen können. Ja, wenn nicht, drop einfach, ist auch nicht so wild. Ja. Okay, Kevin, ne, Anarchy invaded. Ja. Ja, die clean jetzt gerade Bot, der 6 ist 100 pro hier. Noch ein Mod? Kann ich den haben? Theoretisch, ja. Weiger zieht glaube ich. Ja, kannst du annehmen, natürlich. Oh, hier. Ich move. Deck ist hier. Ich muss nicht helfen, oder? Doch. Kannst du den Mist? Kannst du den Mist? Kannst du den Mist? Ich bin in Cage. Ich move auf. Gut, komm. Der könnte vielleicht da sein. Nein. Ah, ne, die ist hier. Komm wieder runter, Sola. Ja. Muss aber außenrum rennen. Nice. TP 230, das war nice. Flash, Shen. Ja, ich kann hier unten nicht mehr viel machen gegen den Wave von Sola. Nice. Weiger pusht jetzt mal schneller als das ich. Das hat Richie, also. Gucci. Vor allem, weil er die Schuhe geht. Du bist gerade Round Wölfe gewesen. Der weiter Round Top, Alter. So ja, mach das einfach. Boah, ich hätte da gerade reingekommen. Ich hab die safe bei Wölfen gesehen, die Lulu. Fuck. Lulu ist da oben. Lulu hier. Ja, Lulu ist oben. Ich geh rein. Das ist ein Bait, oder? Das ist dumm. Lass Turret nehmen. Kein Bait. Schild raus. Ich hab noch einen Schild. Einfach Turm. Schild raus. Wir nehmen Powerbot. Der kommt, hab ich euch. Weiter ist hier. Säcke. Okay, kommt hier oben raus? Ja. Okay, ich hab hier noch einen Punkt. Push mit einfach. Das ist so strong, Alter. Lass die diven, oder? Ich hab keinen Hook. Keine Ult, ich hab keine Ult, Kevin, ne? Was soll ich den Turret? Ja, wir sind unten noch die ganze Zeit 2 vs 1 währenddessen, also wenn wir oben. Das war richtig gut, Jungs. Ja, wir haben gut geschafft, wenn die Lübe rotiert ist. Vielleicht immer nach oben. Vega hier. Lass die jetzt dive, wenn die bleibt. Ja. Ist Lulu Miss, ja, ne? Ja. Ja. Also, lass uns mal Power nehmen. Achtung, wir müssen hier vorne. Warte, die Ulti müssen hier zu mir, Vegas? Ah, oh, Vega. Na, wein. Nee, auf der Seite. Ich move schon mal hoch. Gut, okay. Wir können das.
Weiter, weiter, weiter. Oh. Ah! Fucking Vega. Habt ihr irgendwie noch Lantern hier? Können wir Vega noch drauf? Nee, kann nicht. Das sollte halt sein. Raus. Passt, oder? Oh, nein! Ist das so gar nicht? Channel? Okay, okay, passt, passt, passt. Good shit. Wir können Drachen machen. Wir können Drachen machen, ja. Oh, Siege geht und. Oh! Ah! Ich hab nicht gegriffen, Mann. Wieder. Wie kommt die da? Aber da hatte ich schon nice gespielt. This sad face. Ja, kann ich nicht machen. Fuck. Pass auf, nicht so deep. Einfach Drache. Zusammen. Schnell. Ja, ich hab super viel Cash gerade. Kack auf den, kack auf die Blue. Ja, Drachen, schnell. Mach mal bitte raus, rein gleich. Hast du mit Steffen geredet, oder? Hast du mit wem geredet? Nicht witzig, okay. Der kommt hier, ich muss schon mal der raus. Der macht halt nicht mal Sinn, Mann. Was? Ich geh kurz einmal spielen. Fokus. Ihr könnt jetzt auch im Nash spielen, ich geh bottom. Ja. Also Nash, was heißt Nash, aber Mitte, so Mitte und so weiter. Fokus, Fokus. Ein Drop im Fokus. Okay, ich hab jetzt auch ein bisschen Damage dabei. Also ich hab jetzt auch Solari. Also die hat Ninja-Tabi, die Stevie. Ich shield euch schon alle für 280. Die hat jetzt nichts an Summoners, oder? Nee, die hat keine Flash-Kanie. Du hast jetzt Spellbinder geholt? Holy shit, das kann echt verdammt geil sein, wenn du das vor deiner Ult aktivierst. Ja, ich glaube auch. Und vor allem auch um Movement Speed für W. Sollte auf jeden Fall gut sein. Also ich bin halt giga-strong. Giga. Ja, wie gesagt, einfach Vision around Nash jetzt. Was war jetzt mit Sivir? Hatte die alles ab oder nicht? Nee, die hat gar nichts ab gerade. Ich geh top. Oder wollt ihr? Ja. Wollt ihr top? Oder die Frage, wie wir spielen, man. 2v2 können wir halt nicht mehr ausagieren. Geht ihr top, geht ihr top. Oh, die Lulu hier? Ja, ja, ja. Ja. Schauen wir mir das ab. Ja, wir haben auch gerade unseren stärksten Spieler nicht hier. Also das ist eigentlich gerade nicht unsere Strong Side. Der TP, das ist all good. Das stimmt. Wir haben super viel Disengage. Aber nee, das ist fein, ja. Wir haben ja kurz zwischengeholt. Push einmal Chopper, seid ihr safe? Ich hab Ult Kevin, wollen wir den diven? Oder Kevin? Nee. Top Lane kommt jetzt eine richtig, richtig dicke Wave. Jo, wir haben aber gerade eben Thresh Flash und ist low. Ich muss direkt ulten. Wir könnten theoretisch einfach versuchen, Nash. Wollte gerade sagen, in so einem Szenario hätte ich mir jetzt auch überlegt, ob wir einfach Nash mal starten. Sackbot? Ja. Lass mal, mach mal. Die haben keinen Plan. Müll, du kommst gerade Zeug. 6K noch. Ich zeig mich mal, okay? Zack wird bitte sein, pass auf. Jo, ich versuch nur ein bisschen Zeit zu bleiben. Nice one, der ist free. Echt, haben wir Nash? Ja. Beinhalb. Nice. Also müssen wir doch checken. Ja. Ich nehm noch eine Top Wave mit, dann geh ich Base, hab Seal, Pink Wards und dann können wir was forcen. Ich bin jetzt auch, denke ich, stärker als die CBO auf jeden Fall. Drei Items wird sie nochmal stärker. Okay, ich geh Base auch nochmal und dann spielen wir 1-3-1 mit euch drei Top, Kevin Bot, mir Mitte. Okay. Ne, ich geh Top, ihr anderen Bot und du Mitte. Okay. Weil der ist free, der Turret. Ja, ich dachte, du kannst den freer nehmen, aber schon. Ne, das ist sicherer, wenn ich den hier free nehme, ja. Lululululu. Ich geh Bot und Kevin, Ich geh Bot. Bin grad nicht, okay. Kann ich den Blue? Dann lass jetzt aber auch so unsere Comp rumspielen, Leute, ne? Jetzt nicht mehr nur Time Wasten. Jo. Pressure hochhalten, die haben trotzdem super gutes Scaling, wir müssen das jetzt ein bisschen snowballen hier. Und pass auf Vega auf, der kann immer noch one-shotten. So Kutscher und sowas. Also mich nicht. Ja, aber Kutschi, ich hat auch keinen. Ich hab mich auch tatsächlich. Du wirst immer meine Ult haben. Ich bin jetzt Botwave. Das können wir jetzt zusammen den Jungle clearen. So. Wir kommen von hier. Ich hab leider keinen Pink, weil ich dachte, Hypots sind scheinbar wichtiger. Ich hab zwei. Lulu top. Okay, wir kollapsen Bot auf den Shen. Kein Taunt. Ich mach den nicht viel Damage. Achtung, hier ist noch eine Sivir. Oh, die Sivir, ich komm auch. Hey, raus, Anakin. Bot hört mit dem, könnt ihr raus, seid ihr safe? Ah, ne, Moment. Ich kann vielleicht fighten sogar. Ich hab noch Dings. Ich hab die Sivir. Sivir. Komm für dich, Kevin, Tim. Pass auf, Vega move. Nee, ist leider nicht tot. Zack kommt. Vega ist schon ein Lulu. Doch, die stunt, nice! Holy shit, ich hab die gerade gefickt alle gerade. Lol, ich hab die Lass Double geholt. Mitte haben wir eine bessere Wave. Oh, schöne Ult, ey. Schön gemacht, Leute. Nee, eigentlich war das dumm. Also von mir. Nee, war perfekt gespielt von dir. Genauso war es geplant. Nice Bait, Alter. Ja, wir können Mitte in der BZ holen, oder? Okay. Vega hat nicht dieses Proto-Hexack-Ding da. Okay, wir können auch schön, wir sollten weiter siegen. Ja, das ist auf die. Ich werde in Zone gehen.
Oder wir töten ihn einfach. Oder wir töten ihn. Sie wären 5, ich glaube, Innet wird ein bisschen risky. Ja, wir können top rotieren und auch noch Talk nehmen. Erstmal. Top, top, nee, top, top, das wir setten, oder? Top. Nee. Nee, ist halt wieder 5, ne? Ah, gut, okay. Lulu. Schade, ja, lass wir setten. Haben wir noch einen Ward für die Lane? Nope. Ich hab nur noch 5. Ich hab kein Greed Smite mehr. Ja, ach, den gibt's ja gar nicht mehr, ne? Scheiße, gerade war noch 312 für... Oh, ja. Wow, dass du sogar den großen kriegst. Jo. Ja, nehmen wir mit der Wave. Okay, Bot-Turret ist gefallen, aber dadurch haben wir noch eine Wave mehr. Lass uns das mal positiv betrachten. Perfekt. Soll ich nur noch Raptors mit, dann habe ich Fire Cannon, dann bin ich super strong. Die Sivir hat irgendwie noch einen Crit-Mantel dazwischen gepackt, das heißt, die braucht noch länger für Infinity Edge. Oh. Mit Crit-Mantel meinst du Crit-Handschuh? Ja, meine ich ja Handschuh. Mantel-Handschuh. Ist doch in Infinity Edge, oder? Oh, ich hatte ein bisschen mehr Gold, ich habe noch 1200 übrig, cool. Hm. Habe ich irgendwas verkalkuliert? Habe ich noch einen Vamp-Scepter dabei? Ich glaube, du sollst eher für eine QSS gehen, ne? Aber geht's ja nicht vielleicht. Ja, ich denke, ich werde so tief. Ich würde das. Kevin Top, wir zu viert Mitte Brute Forcen. Okay, dann push ich vorher noch die Wave an. Ja, ich so push die Bot. Ja, dann lass. Wir können auch noch Drake in 40 kurz. Theoretisch kannst du auch Mitte. Wir können dasselbe wieder spielen. 1-1-3. Ja. Das würde auch easy funktionieren. Ja, gut, dann geht wieder Bot, ja. Also, ich kann den Inner-Turret nicht sehen, aber du ja, ne? Ja, aber du kannst dann. Und trotzdem gucken, dass wir das weiter hart spielen, weil die CV jetzt trotzdem sehr, sehr strong mit ab 3 Items. Ja. Wir würden noch ein Last Whisper brauchen, aber dann shreddert die schon echt gut durch. Du hast noch ein Red mitgenommen. Sivir ist Mitte. Push jetzt noch eine Wave an. Oder wollen wir direkt Bot hart pushen? Ich würde direkt hart pushen. Direkt hart, okay. hart. Push die Scheiße. Hier war gerade irgendwas, oder habe ich mich verguckt? Push den Bullshit so lange. Zack, war da. Vega ist hier. Vega ist auch hier. Sind die Wave auch schon mal an. Bei die One für Kevin. Ja, dann ich werde meine E nicht machen, bis Zack nicht drin ist in Teamfights. Ja, dann lass direkt den Turret Force und Drake können wir ja dann, falls mit wir irgendwie packen müssen oder so noch nehmen. Wir kriegen die Bot-Turret for free hier, wie es aussieht. Jo. Ich sehe, wir chillen am Ende Turret. Ich hab Ult ab. Zack auch Mitte? Mitte. Wir sind jetzt gleich am Lulu auch noch Mitte? Na, warum die zu dritt ne... Ich kann die Sivir auch gut chunken, wenn ich Fire Cannon Proc habe. Die move'n Bot? Die wir jetzt Bot, also gegen die Sivir können wir halt super schwer spielen. Ich mach gerade Inhab. Lass Mitte move'n. Nee, move'n. Nee, wir kriegen den. Nee, wir Bot, wir bleiben Bot, okay. Wir pushen Bot, wir punchen Bot. Bot ist Mist, Sektor. Können Bot move alle move'n Bot. Nehmen Bot den Turret. Ich hab Ult, Kevin. Wir haben Bot den Turret. Nee, raus, geht das alles. Geh raus. Oh, ne, mein Gott. Ja, wir kriegen Bot in das, Ah, hey, rennt. Oh, das bin ich zugeguckt. Oh Mann, ey. Ich mach guten Damage. 6. Kommt zu Fuß. Okay, Stein. Schon mal auf den Join, aber ey. Ah, sorry, ich wollte nur resetten. Sorry, Kevin. Ja, lass uns mal resetten, das Drake schnell mitnehmen. Wir sind Unterzahl, kein Grund jetzt hier zu forcen. Ich bin low und wir sind Unterzahl. Dann lass aber den Drake jetzt mitnehmen. Ja. Mal gucken. Diesmal nicht. Es war zu intens, zu gucken, wie der in Himp Damage kriegt. Ja, auf jeden Fall. Mein Gott, tut mir leid, Kevin. Nee, das nehme ich persönlich. Ja, kannst du ruhig. Ja. Ich gebe nur Master-Spieler meine Lantern. Okay. Ja, okay, wir haben jetzt drei offene Nips und einer ist lange nicht mehr sehen. Wie wollen wir das spielen? Wer geht jetzt wohin? Welche Lane? Das schon mal, bevor wir es machen, schon mal absetzen. Ich würde trotzdem wieder sagen, Kevin Top und er rotiert dann und pressert dann. Ich glaube, er kann halt übel gut einfach. Ich sollte Bottom gehen. Bottom. Ich bin 350. Achso, du kannst ja wieder innenforcen. Ja, du hast jetzt Infinity Edge. Okay, ich geh Top. Die Distanz ist so groß, dass ich trotzdem mit O dran komme. Haben die irgendwas benutzt an sich? Für mich, für uns da oben Top? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaub nicht. Nee. Außer Ignite vielleicht. Sag, ich brauch noch eine Wave, dann habe ich meinen Skimitar. Nimm noch eine Midwave an. Du musst noch resetten, ne? Ja, das ist so wichtig. Okay, dann spielen wir danach rund um Nash. Okay, ich baue Vision auf, da. Ich hab auch nochmal einen Pinkwood dabei. Okay, ich bin jetzt auf Level 16, ich habe jetzt mega viel Range. Sanige. Okay, steht mir da nicht bei, keine Scheiße. Wenn genauso sagen, ja. Ist schon wieder schlimm? Nee, es hat gerade kurz gewirkt, aber es resettet. Was ist schlimm? Nee, ist fein. Ja, okay, ja, dann lass jetzt einfach... Ich push nochmal Mitte raus hier, soweit es geht. Baron in 20. Top Wave kommt jetzt gerade an. Spätestens mit den... Street Nash. Ja. Oh, den Red Buff gibt's ihm nicht. Kevin, ich komm ein bisschen in Range, falls sie wieder für dich kollapsen. Joa. Red Damage auf mich. Lass den Ward einfach stehen. Ja. Pass auf, die gehen mit rein. Geh einfach weg. Nee, ich bin raus. Zack kommt hier. Ich spiel mal was gegen Zack. Ich komme.
Die wissen es, die wissen es. Ich schuckel, schuckel, schuckel. Wir können fighten. Jump durch, jump fight, durch. Fight. Lulu? Lulu. Lulu? Tot. Ich hab noch Holt im Zweifel. CV hinter mir. Ich hab zu dir. Ich krieg so. Oh, Drake. Lass Drake machen, wenn wir können. Okay, Nash. Oder Ash. Nee, ist Nash. Ich komm für Kevin. Geht ihr zu zweit Baron, oder? Nee, lass ihn. Wir können Mitte durch. Wir fighten das, wir kommen. Letter. BOOM! Warum bist du nicht tot? Ich dachte noch Boom machen, Double Kill, ich war einfach Boom mit dem Leben beide. Neuer P-Items, fick mir einfach mein Damage Calculations. Schönes Game, Jungs. Ja, der Nash war schön und auch ansonsten ganz sauber committed hier. Oh, die Botlane wahrscheinlich nicht hätte büßen sollen. Der Triple Dab. GG! Geil. Ja, der Botlane-Counter-Gang hat uns ein bisschen gefickt, sonst ging das eigentlich gut auf unser Plan. Ich glaube, hätte Kevin Lane Jungle übel hart. Ich glaube, wir hätten nicht Kate bannen sollen, damit die nicht CV gehen. Das hat so ein bisschen gefickt. Das Ding ist aber, also ja, die CV hat uns halt für die Lane ein bisschen disabled, aber sie hat ja trotzdem nichts gemacht in dem Game. Nö, aber dann hätten wir Botlane halt snowballen können. Ja, das stimmt. Ja, eigentlich haben wir so gepickt, dass Top-Lane und Botlane. Ja, ich glaube halt nur, dass wir vielleicht ein Problem. Also ich glaube, wir hätten im Spiel durchaus ein Problem gehabt gegen bessere Spieler, wenn halt Kevin Top-Lane nicht einfach steamrollt. So. Ja, das ist irgendwie das Ding. Dann müssen wir Botlane hätten, aber können wir ja gleich nochmal quatschen, was wir bannen. Aber das war Game Nummer 1. Tschüssi. Tschüssi, Leute.